Hallo ihr Lieben, ich bin hier auf der Konnichi zum dritten Mal und die Konnichi findet jedes Jahr statt in Kassel und ich zeige euch mal die Hintergründe, wie es hier aussieht und ja, viel Spaß damit. Gut, dann gehen wir mal rein, denn da geht es richtig zur Sache und ja, die Konnichi ist mega, mega groß. Vielleicht da unten? Wie ist der Eingang? Wie kommt man durch? Und es wird immer leerer, denn wir haben heute Freitag und am Freitag ist auch nicht so viel los. Und deshalb wird es morgen auf jeden Fall ganz voll. Und ja. Das soll jetzt ein Vlog sein, damit ihr mal sehen könnt, wie es hier aussieht. Auf der Konnichi. Ich bin hier bei Kase und die haben hier die neuesten Mangas, was nächsten Monat erscheint. Wie zum Beispiel One Punch Man, Haikyuu, Bandai 2 und den neuen Film von Detective Conan ist auch dabei. Und die dritte Box. Ja. Ich liebe solche Sachen. Ach ja, und Bleach ist auch da. Das kommt auch noch in diesem Monat. Ja, dann haben wir hier auf der Seite Tokipop. Da haben die auch was ganz Schönes. Tolle Mangas, was in diesem Monat erschienen ist. Und so sieht das aus hier. Ja, die beiden Mangakas sind heute und ja, bis Sonntag auf der Messe. Die beiden Zwillingsgeschwister sind da. Und ich muss sagen, der Manga war auf jeden Fall toll. Und das solltet ihr auf jeden Fall lesen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ja, dann geht's weiter. Die beiden befinden sich gerade da vorne. Aber da gebe ich denen bald ein Interview, also morgen. Könnt ihr mal kurz Hallo sagen? Ja, das sind die beiden. Und ja, ich bin stolz, dass sie das rausgebracht haben. Und ja, das muss man einfach lesen. Ich habe sonst keinen deutschen Manga gelesen. Und das war auf jeden Fall top, unglaublich. Dass die Zeichnung so gut ist, dass die Story auf jeden Fall mega nice ist. Und ja, dann geht's jetzt weiter. Ja, die Konnichi ist ziemlich groß, wie man sieht. Wie sich die Zeiten nicht verändern. Ja, auf jeden Fall haben wir hier sehr viele Mangas von Guremont, genau. Die haben auch Mangas. Und ja, ich kann euch den ersten Band empfehlen, denn das habe ich auch gelesen. Das ist so ähnlich wie Fairy Tail One Piece, also für die Fans, für Fairy Tail und so sowas halt, ne? Ja. Und dann geht's jetzt weiter. Bei Edmond haben wir auch die neuen Mangas. Und da gibt es auch die neuen Sachen, was nächsten Monat erscheint. Und ich habe hier zum Beispiel die Lesegruppe. Und die neuen Mangas sind natürlich hier auf der Seite. Warte, ich zeige euch noch ein bisschen mehr. Ja, Weißlauf ist nicht mein Ding. Aber ja, es kommt auch nächsten Monat. Und ganz, ganz beliebt ist, wie gesagt, ist Your Name und Say I Love You. Say I Love You erscheint auch nächsten Monat für 5 Euro, also knapp 5 Euro. Und ja. Das wäre es jetzt mit Edmond Manga, jetzt geht es weiter, denn man kann hier vieles sehen, auch die neuen Mangas kann man auch hier kaufen, was in diesem Monat erschienen ist. Ich bin jetzt bei Takagi, die befinden sich in Düsseldorf und die haben auf jeden Fall neue Mangas, was mir gut gefällt.
Ja, so viele Mangas hat man hier, ne? So, dann geht's jetzt weiter. Ich sage schon ein bisschen Cosplay oder Figuren. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Und aber die Preise sind halt teuer, ne? Die Figuren sind halt aus Japan und deswegen kostet es auch so viel. Wir haben auch hier Spiele, Nintendo Wii-Spiele oder ja halt. Ja, jetzt zeige ich euch noch mehr Sachen. Vielleicht gefällt es euch. Klamotten haben wir auch hier. Und ja, man kann hier auf jeden Fall Anime-Sachen. Da ist ja Anime-Con oder Manga-Con, besser gesagt. Tasten, Poster haben wir auch hier. One Punch Man. Ja, klingt alles toll, ne? Auch der Comic-Planet ist auch bei uns, noch so rück. Die sind auch hier. Gut, dann geht's jetzt nach draußen. Mensch. Wie gesagt, hier ist die Hülle los, aber morgen wird es auf jeden Fall ganz, ganz voll sein. Mega, mega voll sein, weil am Wochenende ist immer voll. Nur heute halt nicht. Ne? Ich bin hier draußen. Und hier können die Pause, also können die Fans Pause machen und ja. Dann geht's jetzt weiter. Figuren haben wir sehr viele. Den hatte ich da gekriegt, zum Glück. Die Süßigkeiten aus Japan, ich finde, die schmecken gar nicht. Also so halbwegs. Aber ist nicht so mein Ding. Ne? Die sind immer trocken. Naja, die meisten sind immer trocken und deshalb hole ich mir die irgendwie nicht. Wieder Figuren. Ja, man kann auch hier was anderes erleben. Veranstaltungen, Mangakas unterschreiben sogar auch. Aus Japan und aus Deutschland haben wir auch. Jetzt geht's nach oben, denn da gibt es auch was Schönes zu sehen. Keine Ahnung, was da drin ist, aber ich lasse mich überraschen. Also hier ist gar nichts. Aber hier ist was. Ja, jetzt haben wir hier Sachen aus Japan. Das ist nicht so mein Ding. So Schmucksachen, Essenssachen ist nicht so mein Ding. Auf der Messe. Ja.
schaut euch das mal an. Ist das nicht toll? Was ich kaufen würde, ist One Punch Man. Das von Gintama. Von Goku würde ich auch kaufen. Was jetzt aktuell ist, Haikyuu. Das würde ich auch kaufen. Und das von Toradora. Sieht dann niedlich aus. Kostet halt sehr viel Geld. Ja, wir haben hier Stifte, hier kann man zeichnen auch. Und wir haben hier viele Sachen, was man hier halt machen kann. So, jetzt geht es weiter. Ich habe keine Ahnung wohin, weil es einfach groß ist, das Akkord. Hier drunter ist eine Treppe. Da gehe ich mal runter. Das ist ein Selfie. Ja, es war noch nicht alles. Denn wir haben hier Crunchyroll und bekommt hier Poster umsonst, also zwei Poster umsonst. Einmal von Black Clover, von Boruto. Man kann auch sogar Animes gucken. Und ich habe hier ein Foto gemacht mit Asta und seine Freundin. Ja, ziemlich cool, oder? Oh ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Falls ihr mal gerne nach Kassel kommen wollt, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Und ja, hier ist die Höhle los. Ich komme einfach nicht vorbei, aber ich versuch's. Ja, wie gesagt, ich wollte es versuchen. Ja, jetzt geht's voran. Ja, jetzt haben wir hier KSM Anime. Wir haben hier auch, wie gesagt, Sachen, was diesen Monat erschienen ist, aber nicht was nächsten Monat erscheint. Wie zum Beispiel Digimon 3. Da haben wir hier Sachen, DVDs, No Game No Life, Noragami. Yeah. Hi, wie geht's? Wie üblich, gut, weißt du. Ja, bist du alleine? Ja. Beziehungsweise ihr habt eine Gruppe hier getroffen, aber von der anderen ist eigentlich keiner dabei sonst. Ja, schade. Sonst können wir gerne noch zusammen gehen. Ja, sonst also bin ich dabei, bis die Hände durchlaufen. Ah, okay. Ja. Okay, dann sehen wir uns morgen. Wir laufen uns bestimmt über den Weg. Ja, okay. Jo, also. Ciao. Ja, das war jetzt ein Kumpel von mir. Wir haben uns auf der Leipziger Buchmesse getroffen. Ja, wie gesagt, wir haben hier Animes. Von Naruto, Yu-Gi-Oh, Overlord, Gintama auf jeden Fall. Hi. Könnt ihr mal kurz Hallo sagen? Hallo. Hi. Ja. Was haben wir sonst noch? Ja, wir haben auch hier Nintendo. Ich liebe Nintendo. Ich spiele sogar Nintendo 3DS und mein Lieblingsspiel ist, was ist selbstverständlich, Super Mario Kart. Ja, die Switch habe ich noch nicht gekauft, aber werde ich demnächst auch machen, aber es ist halt zu teuer. Ich hole mir lieber Mangas. Das hole ich mir lieber. Ja, so sieht's aus bei Nintendo. Jetzt haben wir hier, also sind wir hier bei Peppermint Anime. Wir haben hier schöne Sachen, Boxen von
IQ, Sammy Dead in the Scenes und Postern, und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Und auch T-Shirts von verschiedenen Sachen hier. Ja, ich glaube, das wär's erstmal. Nein, wir haben hier noch was. Auch wieder Animes. Die Klassiker von damals. Helsinki, High School of the Dead. Genau, das ist mein Ding. Ich mag ja gerne Horror. Und ja, das wär's dann auch von der Messe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und komm mal vorbei. Bis zum nächsten. Peace.